Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die vierte Folge House of the Dragon ist raus und die Charaktere treffen sehr fragwürdige Entscheidungen, die wir in einem Spoiler-Talk diskutieren werden. Von daher viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Was macht denn eigentlich Rhaenyra da? Das bequatsche ich heute mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und wir steigen schön ein in den Spoiler-Talk Episode 4, der König der Meerenge genannt. Und es gibt viel zu diskutieren, oder? Es gibt viel zu diskutieren. Aber ich würde vorab erstmal wissen, wie immer, wie bleibt dein Hype-Level? Irgendwann ganz am Ende bauen wir hier so eine Hype-Level-Kurve ein. Oh. Parallel dann auch die Ringe der Macht-Kurve. Also das musst du alles machen, das freut dich nicht so. Und dann gucken wir, welche sich an der X-Achse angleicht und welche exponentiell durch die Decke geht. Exponentiell ging unendlich. Ja, genau. mein Hype ist nach wie vor sehr hoch. Ich habe mich sehr auf die vierte Folge gefreut und ich freue mich auch jetzt sehr auf die fünfte Folge. Bisher hat House of the Dragon alles abgeliefert, was ich haben wollte. Und da war die vierte Folge auch kein Unterschied. Und ich fand es auch schön zur Abwechslung, dass hier sehr wenig Action drin war. Mhm. Also es war Action von einer anderen Art sehr viel hier drin in der Folge, aber ich mag auch diese ruhigen Folgen, wo es ein bisschen dialoglastiger ist und ein bisschen weniger Leute abgeschlachtet werden, obwohl auch hier Leute sterben mussten, was sehr überraschend kam tatsächlich. Und aber, die Frage ist, wie notwendig ist er? Aber. Genau, da werden wir auch gleich nochmal drüber diskutieren. Ja. Aber wie ist denn dein Hype-Level, Tobi? Ja, ähnlich. Also ich fand die Folge auch was ruhiger. Fand ich aber auch nicht so schlimm, obwohl ich das Gefühl habe, das ist so eine kleine Aufbau-Episode. Und ich könnte mir schon denken, dass es in der nächsten Episode dann so ein bisschen mehr Ramazamba gibt. Also oft hat man ja immer mal so vom Pacing eine lowere, eine extremere und so. Das hatte man bei den 10 Game of Thrones-Episoden, glaube ich, auch immer so pro Staffel. Aber ich fand die definitiv cool, weil wieder sehr viel Entwicklung ist. Paar Abzüge, wo ich so ein bisschen mir das zu flott schon fast ging oder ich es nicht genug nachvollziehen kann, aber Hype-Level ist definitiv da. Also Folge 5 kann auch jetzt in 5 Minuten rauskommen und ich breche den Podcast ab und würde sie mir angucken. Ja, nee, also ich bin tatsächlich, habe ich auch so den ein oder anderen Kritikpunkt bei der Folge wieder, aber auch wieder kleine, also keine großartigen. Ja, aber und? Folge 3 fand ich sehr viel besser, glaube ich. Also nicht sehr viel, aber ein Hauch besser. Mhm. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass hier sehr viel Zündstoff gelegt wurde für wirklich katastrophale Entwicklungen. Und von auch vielen verschiedenen Charakteren. Also man könnte sagen, es haben sich wenig Charaktere wirklich gut geschlagen, was Entscheidungen angeht. Also sehr viele fragwürdige Entscheidungen in der Folge. Das ist eine gute Frage, ob es eine Person gibt hier, ja. Ja, können wir, vielleicht finden wir raus, wer sich... Wer sich gut verhalten hat, wer die Verhaltensnoten A und B bekommt. Es gibt nur A und B? Ja, es gibt auch noch C, D, E und F. Okay. Aber Damon, der treibt sich da unten im D- bis F-Bereich so sehr ergiebig rum. Und Rhaenyra will mal ein bisschen in da auch ein paar weitere Buchstaben erklimmen, könnte ich sagen. Naja, Rhaenyra, Start, wir sind auf Sturmkap. Die fette Festung von den Baratheons, ne? Ja. Und Rhaenyra soll ein paar, also die darf sich ja eigentlich selber aussuchen, wen die jetzt heiratet, war der Konsens von der Folge davor. Aber die bekommt so ein paar Dudes vorgeschlagen. Ja. Und die werden von Viserys und Alicent vorgeschlagen, so wie man es nachher rausbekommt, oder? Ja, also ich denke mal, oder vielleicht auch vom kleinen Rat zusammengetragen oder so. Ja. Aber offensichtlich die vielversprechendsten Kandidaten. Ich muss schon sagen, ne, also es ist ja relativ lachhaft, was für Kandidaten da kommen. Ja. Es ist schon erstaunlich, dass die in den sieben Königslanden da keine attraktiven Dudes gefunden haben, sondern nur so alte und junge, sag ich mal. Ja, man sieht aber auch nur, also nee, man sieht ein paar mehr, aber in erster Linie hat man zwei im Fokus. Aber es wirkt so, als wäre schon häufiger, also als hätte sie schon den ganzen Morgen mit solchen Typen sich rumschlagen müssen. Oder auch schon länger, ne? Man weiß zum ersten Mal nicht so genau, wie viel später sind wir hier unterwegs. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Ich weiß nicht, es könnte irgendwie ein halbes Jahr sein, könnte ein Jahr sein. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich vermute mal, es gibt ja eine Szene, wo man Alicent sieht, wie sie mit einem Kind
am Fenster steht. Ich vermute, das ist das Kind, mit dem sie beim letzten Mal schwanger war. Ja. Es scheint eine Tochter zu sein übrigens, weil die so Spitzendingens anhat. Und ich habe da mal genauer... Ja, es scheint eine Tochter zu sein. Ich habe mich gefragt, was diese Szene soll, weil die war für mich so ein bisschen... Okay. Aber ja, macht Sinn. Ja, und für mich wirkte das Kind... Jetzt kommt meine Fähigkeiten, das Alter von Kindern einzuschätzen. Irgendwie einzuschätzen, aber unter einem Jahr. Irgendwie so ein Jahr bis anderthalb Jahre vielleicht höchstens. Deswegen würde ich sagen, es ist... Und irgendwann sagt Damon auch, wir haben uns das letzte Mal vor 4 Jahren gesehen. Ja. Und da kannst du das, glaube ich, mit der letzten Folge, die irgendwie 2 Jahre später war, so ein bisschen wird das jetzt wieder anderthalb Jahre bis 2 Jahre sein, glaube ich. Stimmt, schön gerechnet. Ja, nö. Könnte gut sein, ja. Also mit den 4 Jahren, die hatte ich auch gehört, da wusste ich aber nicht genau. Letzte Episode hatten die sich ja gar nicht gesehen, ne? Genau. Ja, perfekt. Nee, finde ich gut. Wir dann sind immer so, nehmen wir einfach mal 1-2 Jährchen später. Aber da sind wir direkt bei einer Szene, die etwas aufleben lässt, was schon in der ersten Folge war, was ich auch schon da komisch fand, dass es offensichtlich in Westeros bei ganz alltäglichen Veranstaltungen plötzlich zu einem Kampf auf Leben und Tod kommen kann und einfach sich Lords da abschlachten und niemanden interessiert das wirklich. Das, ja. Das war schon wieder interessant. Wie beim, genau, beim ganz ersten Duell da, nicht Duell, bei dieser Feier da, Turnier. Das war ein Turnier, ja. Turnier, ne? Ja, das fand ich auch, ich weiß nicht, ob ich diese Szene gebraucht hätte. Die hatte so einen, eher so einen leichten Slapstick. Die Sache ist, die ist, du hast, wie weit bist du in dem Fire im Bloodbuch? Eigentlich bin ich weit genug. Okay. Aber wie gesagt, ich habe nicht alles immer exakt auf parat. Weil das ist ein bisschen auch, ich will es nicht Fanservice nennen, aber wenn man ein bisschen Hintergrund noch hat, das sind die Blackwoods und die Brackens, die beiden. Ja. Und das sind die am härtesten verfeindeten Häuser im ganzen Land. Okay. Und die haben eine riesen Geschichte hinter sich. Aber wenn du das nicht weißt, wirkt die Story, wirkt das, dass sie direkt aufeinander losgehen, finde ich auch out of place. Ja, vom der Junge wirkt halt schon sehr jung. Obwohl es schon lustig ist, dass der Junge dann den Typen absticht. Ja, aber dafür brauchst du auch, also der zwirbelt das Schwert ja einmal durch. Ja, da brauchst du halt eigentlich auch ein bisschen Kraft für. Aber auch, dass Rhaenyra da nicht eingreift. Ja, und dass Rhaenyra da so komplett so, das finde ich auch so ein bisschen... Zeigt vielleicht auch, dass sie nicht die beste Königin ist. In dem Sinne, dass sie sich nicht so sehr darum schert, wenn ihre Lords sich gegenseitig abmurksen. Aber das ist natürlich Interpretation. Das ist Interpretation, ja. Auf jeden Fall bricht sie den ganzen Bums ab, weil da nur Blödsinn vorgezeigt wird. Ist die Frage, wie lange die sich das schon gibt, sage ich mal. Ob das der erste Tag ist oder ob die da schon lange dran ist. Also sie klärt 2 Monate früher zurück, als sie sollte. Aber wenn ich mir vorstelle, 2 Monate, wo jeden Tag so eine fette Schlange da kommt, mit was weiß ich wie vielen Leuten, da frage ich mich, puh. Ja, habe ich auch gedacht. Also da muss es wirklich viele Leute geben. Ja. Aber dann sollte auch jemand dabei sein, der zumindest halbwegs ansehnlich ist, oder? Und in ihrem Alter. Hätte ich jetzt würde man erwartet, meinen. Ja. Naja, gut. Ja, aber dann fährt sie schon mit dem Schiff zurück. Wie fandst du den Drachen-Move von Damon? Es wirkte für mich kurz so ein bisschen fehlplatziert. Also der kam so aus dem Nichts, war vielleicht auch so gedacht. Aber das soll auch den Moment darstellen, wo Damon zum ersten Mal jetzt wieder zurückkommt, ne? Ja. Fand ich auch so zeitmäßig sehr zufällig passend. Ja, aber ich mag den Drachen mittlerweile. Am Anfang fand ich, wenn ich es ganz kurz ausführen darf, am Anfang fand ich den zu... Der sah mir zu wabbelig aus, wie der sich bewegt und so. Und mittlerweile bin ich aber irgendwie bei so einem Punkt... Der hat halt so eine komische Körperstatur, sage ich mal. Und alles, wie man sich wünscht oder wie man erwartet, wie ein Drache sich bewegt, kennt man ja eigentlich auch nur aus Filmen. Und das heißt ja nicht, wie das realistisch ist. Und wenn du dann hin und wieder mal in die Tierwelt blickst, gibt es so Tiere, die sich so seltsam bewegen, wo du auch denkst, das sieht nicht realistisch aus. Deshalb finde ich es, glaube ich, ziemlich geil. Also ich mag den mittlerweile sehr. Also dieser lange Hals und alles, ja. Ich mag den auch. Wie fandst du die Szene denn? Ich fand die Szene auch ein bisschen komisch einfach, weil Damon da wirklich das Leben von Rhaenyra riskiert, wenn er gesehen hat, dass sie überhaupt auf dem Schiff ist. Aber gleichzeitig ist das so ein richtiger Damon-Move. Ja, also, das stimmt. So, keine Ahnung, Leute einfach nur ein bisschen anpissen, weil er gerade in der Nähe ist. Uppala. Ja, vielleicht ist das so eine kleine, nette Begrüßung. Ja. Ja. Aber habe ich mir jetzt auch nichts Größeres beigedacht. Also die Szene war jetzt nicht so kriegsentscheidend. Nee.
Das wäre ja auch ein paar Sekunden, dann war die vorbei. Warte, ich hätte noch eine. Wie fandst du die Schiffsszene im Vergleich zu den Schiffsszenen von Die Ringe der Macht, genau. Ja, viel, viel besser. Also nicht perfekt, muss ich zugeben. Nicht perfekt. Ja. Ich weiß nicht, ob Schiffsszenen das scheint so schwierig CGI, genau. Scheint schwierig zu produzieren zu sein. Aber es sah nicht jetzt so geleckt aus, sage ich mal. Ja, fand ich auch. Ja. Schon auch besser. Ja. Und Daemon, der König der Meerenge, tritt in den Thronsaal. Fand ich auch ein sehr schöner Move, wie er da reingeht. Ja, das stimmt. Sah schon sehr lässig aus. Was musst du zu den Haaren sagen? Okay. Der Frisur, oder darfst du auch was anderes Podcast ergänzen? Ja, ich kann zuerst was zu den Haaren sagen. Ja, ist schon ein Unterschied von lang auf halblang. Also, es hat ja irgendwie den Charakter vorher, drei Folgen hat man den so gesehen. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, steht ihm, naja, er kann es tragen. Obwohl ich die langen Haare auch immer cool fand irgendwie. Ja, ich fand die langen halt so ein Stück cooler. Ja, ich weiß nicht, ob das nochmal einfach nur dafür da war, um so ein bisschen zu zeigen, ist es wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wahrscheinlich. Aber damit man so ein bisschen Cut hat zu den anderen Folgen. Nein, aber was wolltest du sagen? Ich find den Auftritt auch cool von ihm und er trifft auch den Kern von dem, was da passiert, tatsächlich aus den Büchern sehr gut. Mhm. Aber in den Büchern ist das so episch beschrieben, da haben die irgendwie ein Turnier und der Daemon taucht unangekündigt auf Caraxes und landet einfach auf diesem Turnierhof und mit einer Krone und so mega dramatisch und alle haben mega Schiss, dass jetzt ist er komplett durchgedreht und dann sagt er, okay, meine Krone gehört dir. Das wäre ein Stück geiler gewesen. Wahrscheinlich aber auch viel teurer zu produzieren. Ja. Und man hätte schon wieder ein Turnier gehabt. Das stimmt. Und den Kern der Sache haben sie auch so getroffen. Das stimmt. Also, Aber ich fand auch die Szene wieder schön spannungsgeladen und auch Daemon schafft es auch in so einer Szene immer noch so ein bisschen. Du merkst halt, dass er so sein eigenes Ding macht. Ja, ja. Das ist jetzt nicht nur pure Sympathie und Freundschaft, die der da rüberbringt, finde ich. Ja. Mit seinem Charakter. Und ich finde, dass man in der Szene schon wieder diese Connection zwischen Rhaenyra und Daemon wieder ein bisschen merkt. Alleine daran, wie Rhaenyra ihn anguckt und dann wieder gemeinsam nach vorne laufen. Da gibt es einen schönen Shot. Ja, ja. Und gleichzeitig siehst du aber den guten Otto im Hintergrund, der nicht so amused ist. Das finde ich auch schön, ja. Ja, der arme Otto, ja. Und was ich da noch geil fand in der Szene, der Viserys und Daemon, die gehen dann, ich sag mal so, halb Arm in Arm weg. Und das siehst du in einer Szene, ich weiß auch nicht, warum ich da so krass drauf geachtet habe, weil Viserys trägt ja die ganze Zeit die Handschuhe und dann wollte ich so auf die Handschuhe achten. Und das sieht wirklich so aus, als wäre der eine Finger, wäre da keiner drin und du siehst ja auch später, dass er nicht da ist. Da habe ich auch drauf gedacht. Hast du gesehen? Ja, nee, ich habe auch drauf geachtet, weil der hält die so am Rücken, ne? Der hat die so am Rücken und der eine Finger sieht einfach so aus, als wäre der, ja. Und das fand ich schmankerles, kurzes, nettes Detail. Apropos, hast du mitbekommen, dass sie bei der letzten Folge in einer Szene das verpasst haben, das CGI? Da sollte er so grüne Hände haben, dann wollte ich das wegretuschieren. Genau. Ja. Mir ist es beim Gucken nicht aufgefallen. Nee. Wenn jemand mit scharfen Augen im Internet ist, dann... Ja, ich sag mal, wenn dann so ein paar Hardcore-Fans wirklich jede Szene, jedes Bild durchgehen... Das war auch wirklich am Rand vom Bild, also kann man auch verstehen, dass der Editor das irgendwie übersehen hat. Ja. Aber naja. Da soll er nicht gestraft für werden. Dann gehen wir von der Halle in den Königshof oder was auch immer das ist. Ist das nicht auch der Weirwood Tree Garden? Aber wohl, ja, da sind die da später, ne? Aber ich weiß nicht, ob die da am Anfang schon sind. Bin ich mir auch nicht sicher. Ist aber auch nicht wichtig. Auf jeden Fall haben sie eine Gartenparty. Und verstehen sich eigentlich ganz gut. Ja, obwohl da merkst du halt auch schon nicht alle, ne? Also Viserys ist super aufgeschlossen Daemon gegenüber, ist darüber super happy und geht so stark in seine Richtung, dass er gegenüber Alicent direkt so... das war fies, ne? Das war schon frech, ja. Ja. Wo du so denkst, okay. Ja, da merkst du schon, ja, der hatte andere Prioritäten gerade. Ich finde, das hat schön gezeigt, das hat auch Rhaenyra gezeigt, dass sie merkt, dass es Alicent nicht so in der Beziehung nicht so super geht. Also, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist zwischen Viserys und Alicent. Obwohl, da ist halt immer so die Frage, was ich mir dann vorstelle, wenn es jetzt ein, zwei Jahre so dazwischen sind, wie war denn die Beziehung da die ganze Zeit? Das ist so schwer zu sagen, finde ich, bei diesen Zeitsprüngen. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie gar nicht geredet haben und so, finde ich. Rhaenyra und Alicent. Ja, ja, beispielsweise. Also ich finde es schön, dass sie in der Folge jetzt nochmal geschafft haben, dass man auf jeden Fall nochmal präsent hat, dass sie wirklich Freunde sind. Ja. Weil sie gegenseitig aufeinander ein bisschen aufpassen und tatsächlich auch versuchen,
sage ich mal, immer das Beste in der anderen Person zu sehen. Ja. Das ist ein sehr schönes Setup. Mhm. Das haben sie sehr schön hinbekommen. Und ich finde, bei Alicent und Viserys sieht man später ja auch dieses Schwammbad, was sie ihm gibt. Ich habe das Gefühl, Viserys hält sie für selbstverständlich, aber Alicent leidet wirklich in dieser Beziehung big time. Ja, das merkt man an ein paar Szenen, ja. Ja, und das haben sie schön rausgearbeitet, auch zum Beispiel in der Gartenszene. So, das ist sehr präsent. Mit den Wandteppichen. Die Wandteppiche. Da hat der Dämon kein Interesse dran. Ja. Nee, fand ich auch gut. Bei den beiden merkst du halt auch, dass die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Ich meine, so ein hauptgroßer Konflikt ist ja hier, heiratet man jetzt aus purer Pflicht und um politische, sag ich mal, Interessen zu vertreten, oder geht es halt auch um, sag ich mal, die Gefühle, die man dabei hat, wird man zu einer Gebärmaschine, sagen, sowas in die Richtung, ne? Das ist ja auch mehrfach Thema, das war ja auch bei Rhaenyras Mutter der Fall. Und Alicent und Rhaenyra haben ja so eigentlich das ähnliche Problem, außer dass Alicent schon ein bisschen mehr drin steckt. Die haben das ähnliche Problem, ich finde aber sehr schön, wie man sieht, wie die unterschiedlich damit umgehen. Alicent sehr pflichtbewusst, sie tut, was erwartet wird. Ja. Und Rhaenyra unglaublich aufmüpfig und wehrt sich wirklich aktiv dagegen. Und beide haben ihre Probleme damit. Also definitiv. Wie sie mit diesem schwierigen Problem umgehen. Und wer auch ein Problem damit hat, ist Daemon, der auch mit Rhaenyra dann da, ist ja eine Szene später direkt auch darüber quatscht, wo es dann auch nochmal geht, Ehe, Pflicht, man kann aber neben der Ehe auch Spaß haben. Irgendwie so, wie die da miteinander quatschen und du merkst wieder die Chemie zwischen den beiden. Auch wieder auf Valyrisch, ne? Die ganze Zeit lang. Ja. Und er sagt dann eine coole Sache, dass man nicht die ganze Zeit mit Furcht leben sollte, weil man sonst die guten Sachen nicht genießen kann oder die guten Sachen verpasst. Mhm. Und ich finde, das ist der perfekte Ratschlag, der von Daemon kommt, weil er treibt es halt viel zu weit. Also es ist genau sowas, was er sagen würde, was an sich auch gut klingt, aber man sollte es halt nicht so dermaßen ausreizen wie Daemon. Ist richtig, und, dennoch ist an dem Spruch was dran. Also da ist schon Wahrheit, schwingt da schon mit. Mhm. Aber ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch. Und es zeigt auch, wie Daemon allein auf diese Art Rhaenyra auch prägt. Definitiv. Durch seine sehr sturköpfige eigene Art. Und Rhaenyra ist ein bisschen mehr wie er als wie Viserys, hat man das Gefühl. Genau, ja. Und sie hat, glaube ich, auch so den Mentor so ein bisschen in ihm gefunden. Also es ist auf jeden Fall so ein Vorbild, auf jeden Fall. Ne? Also ich denke schon, dass da, in den Blicken sieht man immer sehr, dass sie ihn sehr anhimmelt auf gewisse Art und Weise. Kommt ja später auch nochmal. Aber man sieht, finde ich, auch bei ihm, dass er so merkt, ach, ganz nice. So, naja. Ja. Dann sind die im... Obwohl wir gleich mal über Daemons Motivation wirklich im Detail diskutieren müssen. Aber gehen wir erstmal noch chronologisch weiter, weil wir kommen zwangsläufig dazu. Aber das ist ein großes Thema in meinem Kopf. Ja, komm, dann jumpen wir dahin. Was ist das? Ja, dann bleiben wir bei Daemon. Und Daemon und Rhaenyra, die Beziehung, erstmal so ein bisschen ausloten. Mhm. Okay. Das ist ja wichtig eigentlich auch in der Folge. Ja, ich würde sagen, ist das Wichtigste oder der Kern der Folge, dass Daemon Rhaenyra zum einen coolerweise diesen Geheimgang zeigt. Ja, obwohl ich mich auch denke, hat man da nie vorher mal geguckt. Ja, und du kommst ja, die sind ja öfter schon beim Drachenschädel gewesen. Und von da kommst du ja scheinbar überall hin und dann denke ich, naja. Ja, aber man weiß ja auch nicht, wie viele Gänge sie dazwischen gegangen ist. Ist richtig. Und erinnerst du dich vielleicht daran, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, dass man zum ersten Mal das musikalische Thema von Rhaenyra gehört hat? Ja, wo sie wiedergekommen ist. Das war wieder, als sie, als sie in den Gang reingeht. Also als sie ihre und dann da unten am Drachenschädel entlangläuft. Ach geil. Boah, finde ich cool, dass du darauf achtest. Ja, ich hatte es direkt, weil ich auch mich selber bestätigen wollte, ob das jetzt wirklich, wirklich Rhaenyras Thema ist. Und es war wieder da. Genau. Und Daemon nimmt sie dann mit nach Flea Bottom. Wie heißt das auf Deutsch? Flohloch, glaube ich. Flohloch, okay. Oder? Also auf jeden Fall in die Tavernen und Gassen von King's Landing, die ich super cool fand, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen drüber? Bisschen drüber, weil irgendwo lag einfach auch einer so auf dem Boden. Ja, wurde gerade auch, ich weiß nicht, ob der ausgeraubt wurde oder so. Und denkst du, okay. Und auch, die Frage ist auch, ob da immer so Magier rumlaufen und so Leute auf Seilen und sowas. Ja.
Aber ich fand es irgendwie cool. Das war so richtig dreckig und so richtig wie hier in Düsseldorf die Bolkerstraße. Nur tatsächlich auch im direkten Vergleich zu, wir haben gerade bei Die Ringe der Macht Numenor das erste Mal gesehen. So eine wunderschöne Stadt. Hochpoliert, ja. Ja, hochpoliert, genau. Und dann hast du im direkten Vergleich King's Landing hier. Fand ich sehr schön, dass man das so gesehen hat. Ja, auch cool, was sie sich für Lumpen überziehen. Ja. Die beiden dann einfach da so durch die Straßen juckeln. Das sieht schon spaßig aus. Irgendwie ist das ein cooles Duo da. Bis dahin ist es auch sehr wholesome, finde ich, weil man das Gefühl hat, Daemon gibt Rhaenyra so ein bisschen Freiheit und zeigt ihr, wie das Leben außerhalb des Palastes ist, wenn man ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt darüber hat, was man tun kann. Glaubst du, der dann sind die ja beim Theater, glaubst du, das war ein Plan, die da hinzuführen? Damit die sieht, sag ich mal, wie das Volk auf die ganze Thronfolgesache guckt, oder glaubst du, das war einfach ein random Zufall? Ich kann mir schon vorstellen, dass Daemon ihr zeigen will, was das Volk denkt. Mhm. Weil ihm das bewusster ist als Rhaenyra offensichtlich. Weil es in dem Gespräch merkt man das auch. Also ich denke schon, ich glaube nämlich generell, dass Daemon wenig Unbewusstes macht in dieser Folge. Ja. Obwohl es an manchen Stellen teilweise so wirkt. Mhm. Da haben wir nachher auch was noch, ja. Ja. Weil wir kommen nämlich jetzt zu der. Also zunächst einmal fand ich noch ganz interessant, dass die Harwin Strong treffen, nachdem Rhaenyra das geklaut hat da bei dem Ladentypen und er rennt hinterher. Ja, 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 wo dann, in die Arme läuft, ja. Da läuft sie Harwin Strong in die Arme und ich habe das Gefühl, wenn man nicht weiß, wer das ist, geht das an vielen vorbei. Das ist der Bruder von... Von dem Clubfoot, also von Larys Strong und der Sohn von Lionel Strong, der im kleinen Rad sitzt. Auf Deutsch heißen die alle Kraft, aber... Mhm. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, wer das war. Nee, aber das finde ich cool, dass die Person, sage ich mal, schon mal eingeführt wird. Ja. Und ich nehme mal an, das würden die nicht machen, wenn die später nicht mehr aufgreifen. Also die werden mit Sicherheit irgendwelche Leute ja auch wieder rauscutten, sage ich mal, aus der Storyline. Aber der wird dann sicherlich noch irgendeine Rolle spielen. Aber dann geht's ins Modell. Und dann ins Freudenhaus. Ins Freudenhaus, ja, sorry. Und dann macht Daemon etwas, was wichtig ist. Er zieht nämlich Rhaenyra die Mütze ab. Aktiv. Ja. Mhm. Aktiv, das ist richtig. Und sich selber auch, ja. Genau, und das heißt für mich, der wollte da gesehen werden mit Rhaenyra zusammen. Mhm. Und das heißt auch für mich, dass das, was später passiert, durchaus in Daemons Plan war. Nicht alles, wie es sich geändert hat vielleicht, aber er wollte offensichtlich, dass Rhaenyra und er zusammen in diesem Freudenhaus gesehen werden. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und tatsächlich dann das, was im Freudenhaus passiert. Also zuerst sehen die da diese, wie nennt man das nochmal, diese sexuellen Shows. Die haben doch so einen Namen, Vaite. Weiß ich nicht genau. Egal. Kann sein. Auf jeden Fall diese sehr interessanten Shows. und dann kommen die beiden sich näher. Und dann irgendwann, nachdem sie schon hier so wild am Rummachen sind, zieht Daemon sich zurück. So, ein bisschen. Und da ist jetzt meine Frage. Das finde ich nämlich interessant und das finde ich wird auch nicht ganz eindeutig aus der Frage. Was glaubst du, war da Daemons Grund, auf einmal aufzuhören? Ja, da, ganz interessante Frage, ja. Gibt es die Gründe, er merkt, aber unwahrscheinlich, nee, das geht einen Schritt zu weit. Glaube ich aber ja nicht. Also die beiden größten Theorien, die ich im Kopf habe, ist, er merkt wirklich, dass er zu weit geht bei Rhaenyra. Er dachte, er tut es, aber er zieht es doch nicht durch. Oder er kann es nicht. Er ist also nicht impotent in dem Sinne, sondern so im Volksmund, er kriegt keinen hoch einfach. Weil wir hatten das schon einmal mit Misery in der ersten Folge. Da ist er auch so... Miseria? Miseria, ja. Ja, ja. Der weiße Wurm. Stimmt, ja, ja. Und da konnte er auch nicht finishen oder hat zumindest irgendwann abgebrochen und war so frustriert und das ist ihm jetzt quasi wieder passiert. Das würde nochmal eine ganz neue Perspektive auf den geben. Ja. Möglich. Ist möglich und vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Vielleicht hatte er vor, es durchzuziehen, aber er hat im letzten Moment gemerkt, dass er Rhaenyra nicht so eiskalt ausnutzen kann. Ja. Und hat sich dann im letzten Moment doch zurückgezogen. Und Rhaenyra dann einfach sich selbst überlassen in dem Bordell und ist einfach gegangen. Ja, und hat sich scheinbar dann noch ordentlich einen hinter die Binde gekippt. Ja. So wie er am nächsten Tag da wach wird, ja. Und ich glaube, bis dahin war alles
Damons Plan. Ich glaube, das hat er eiskalt kalkuliert. Ich glaube, das hatte der auch schon im Garten vor, als sie sich da angeguckt haben. Und deswegen frage ich mich, wie viel er wirklich für sie empfindet und wie viel er kalkuliert. Ja. Weil wenn du dann im Endeffekt den Schlusspunkt von diesem Handlungsstrang siehst, dass Damon Viserys konfrontiert damit, dass er Rhaenyra heiraten will, mit der Argumentation, jetzt nimmt sie kein anderer mehr, das war halt ganz klar ein Play von Damon, wie er an den Thron kommen kann. Ja, nee, ist schon richtig. Nur hat er da zwischendurch zum einen halt das nicht komplett durchziehen können und zum anderen hat er unterschätzt oder hat er komplett falsch eingeschätzt, wie Viserys reagiert darauf. Oder er wusste auch das und hat einfach gedacht, das ist der ultimative Fuck-You-Move. Also, ja, ich hatte mir als er da auch am Boden liegt und so fertig ist oder seinen Riesenkater auslebt, ob er wirklich gerade so einen Riesenkater hat. Ich konnte mir ganz schwer, also es macht Sinn, dass er sich einfach abgeschossen hat. Es könnte, und es wirkt eigentlich auch so in der Szene, wo er wach wird, aber es könnte ja auch sein, dass er, ich sag mal, wenn er da so halb verwundet am Boden liegt, er strahlt ja alles andere als Macht aus in dieser Szene. Und das ist so eine, die einzige Möglichkeit, wie er Viserys gegenübertreten kann, ohne immer, sag ich mal, kräftiger zu wirken. Weil sonst finde ich immer, wenn die beiden nebeneinander sind, Damon ist der mit dem Charisma, der einfach Ausstrahlung hat, wo du irgendwie merkst, ja, der hat irgendwie, der hat Power hinter sich und Viserys halt immer dieser Kleinere. Und so hat er halt die Möglichkeit, Viserys das zu geben, was, ja, den in eine bessere Lage bringt. Und dass das vielleicht irgendwie ein absichtlicher Punkt ist, aber ich wüsste nicht, da weiß ich auch nicht so genau, was sein weiterer Plan ist. Da muss man jetzt halt auch noch das weitere Fass aufmachen, direkt mit dem kleinen Jungen, das ist ja wie der Meister der Flüsterer da. Und zwar ist jetzt hier Miseria, die im Weißen Turm, heißt das, ist? Nee, ihr Spitzname ist der Weiße Wurm. Weiße Wurm? Ja. Ah, Wurm. Ja, ich habe mir Weißer Turm aufgeschrieben. Also im Englischen. Der Weiße Wurm, okay. Im Englischen heißt sie, glaube ich, Miseria, The White Worm oder auch Misery genannt, Lady Misery. Okay, ja, dann. Das sind so die Spitznamen, die ich alle mit ihr assoziiere. Weißer Wurm, ja. Was aber interessant ist, ist, dass offensichtlich sie für Otto Hightower arbeitet. Nee, das weiß ich eben nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das ist impliziert in der Folge. Ja, das Ding ist ja, das finde ich auch eine der großen Fragezeichen der Folge. Der kleine Junge sitzt vorm Bordell und sieht, wie die aus dem Bordell rausgehen. Und dann ist jetzt die Frage, erzählt er auf Anweisung von Damon oder Miseria, dass die, weil an Otto wird ja herangetragen, oder das weiß man ja auch nicht genau, aber Otto erzählt ja nachher, die hatten Sex miteinander. Und entweder hat der kleine Junge dieses Sexgerücht, ne? Also eigentlich geht es ja nur, die waren im Bordell, rausgepeitscht, oder das gegenüber Damon und Miseria. Das heißt, da ist jetzt die Frage, wer hat, sag ich mal, das in die Welt gesetzt? Weil es könnte ja sein, dass auch der kleine Junge Otto angelogen hat. Verstehst du, was ich meine? Nee. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Man weiß nicht genau, ob es von Damon und Miseria geplant war, dass der kleine Junge das dem Otto sagt. Ja, davon gehe ich nämlich aus. Weil der hängt ja bei der rum. Ich finde komisch, weil als der kleine Junge ankommt am Berghof oder am Burgfried, sagt nämlich noch einer von den Soldaten irgendwie, ja, der weiße Wurm hat uns noch nie falsche Informationen gegeben. Deswegen haben die Otto geweckt. Und deswegen wissen wir, dass es wichtig ist. Ja. Das für mich so klingt, dass er schon öfter Informationen von Miseria bezogen hat. Und offensichtlich kriegt der Junge Geld, was er später dann an Miseria auch weitergibt in der Szene, wo die Miseria und Damon dann in der Spelunke da hängen, wo Damon aufwacht. Und jetzt, also was für mich offensichtlich ist, ist, dass der durch Miseria und den kleinen Jungen die Information an Otto gelangt ist. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das Absicht war von denen, dass Otto diese Information bekommen hat. Also, dass Damon wollte. Genau, ja. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und dann halt die Frage, ob die dem Jungen gesagt haben, dichte das mit dem Sexpart dazu.
Oder ob der Junge das gar nicht erzählt hat, sondern nur gesagt hat, die sind am Bordell gewesen und Otto hat dann gesagt, nee, ich habe die Info bekommen, die hatten auch Sex. Ja, ich meine, also die gehen schon weit, ne? Also wenn man das so sieht, weil der sagt an einer anderen Stelle ja noch, dass die 7 andere Besucher von dem Bordell befragt haben und die das alle bestätigen. Und was sie da treiben, kann man schon sagen, okay, das war schon close. Ist schon close, ja. Das stimmt schon, ja. Also tatsächlich ist auch interessant, wenn man sich dann die Szene anguckt zwischen Alicent und Rhaenyra im Weirwood Tree Park da am Ende, wo Rhaenyra dann gegenüber Alicent sagt, wir hatten keinen Sex, ich schwöre es. Und auch noch sagt, irgendwie, er hat mich nicht angepackt. Und wo du sagst, okay, hatte ich schon angepackt. Und auch ordentlich. Und das mit dem Sex, okay, das ist, mag eine technische Wahrheit sein, aber wir wissen ja alle hier, auch im Hinblick darauf, was du danach gemacht hast, dass du eigentlich Alicent hier straight up anlügst. Das ist richtig. Und da fand ich tatsächlich auch Rhaenyra kurz sehr wehleidig, sehr, die hat sich so sehr krass entschuldigt, sag ich mal. Die Szene fand ich so ein bisschen... Aber sie weiß auch, was auf dem Spiel steht, glaube ich. Sie merkt dann auf einmal, mit was für Bällen sie jongliert da. Was ein wunderschöner Satz an dieser Stelle. Ja, in der Tat. Nee, klar, die merkt das schon. Die Scheiße ist da ja schon am Brennen. Wenn die Königin dich fragt, immer hast du mit deinem Onkel Es ist auch die Königin, schon, ja. Ist halt schon kritisch. Und dann lügt sie halt auch straight. Ja. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen rumgesprungen, tatsächlich. Ja, wir haben jetzt aber nicht massig übersprungen. Obwohl, man könnte jetzt noch sagen, was ich ganz passend finde, die ganze Techtelmechtel-Szene im Freudenhaus und dann mit Kristen Kraut, wie auch immer, der da, was dann im Anschluss kommt. Ja. Das haben die wieder schön parallel in Szene gesetzt mit der Beziehung zu Viserys und Alicent, wo nämlich genau absolut hundertprozentig das Gegenteil von dem ist, was Freude daran ist, sondern das ist wirklich Pflicht und Politik einfach nur. Genau, das sind die Szenen halt auch wunderschön gekapselt, was die beiden Figuren ausmacht. Pflichterfüllung und ungezügeltes Verhalten teilweise. Genau. Das fand ich wieder ganz cool gemacht. Ich fand interessant, dass man mal gesehen hat, wie viele Klamotten so ein Ritter aussehen muss, bevor er... Aber ehrlich. Ja, sau ehrlich, aber auch lustig awkward, oder? Ja. Weil bis du so einen Plattenpanzer ausgezogen hast, dauert das ja eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und man kann sich halt vorstellen, dass diese ursprüngliche Situation, die noch so sehr spielerisch romantisch ist, so ein bisschen darunter leidet. Aber ja, man muss auch sagen, Kristen Kraut oder Kristen Cole oder wie auch immer, trifft auch nicht die besten Entscheidungen. Nee, und da ist nämlich im Buch der Unterschied, da weiß man es nicht genau, ne? Da gibt es so ein paar Gerüchte oder gibt es wieder diese zwei Perspektiven, man weiß es nicht und hier sagt er, ja. Ich bin tatsächlich aus dem Buch weggegangen. Auch, ich will jetzt nicht da zu tief im Detail gehen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht könnte da noch das andere, was dann im Buch passiert, noch kommen. Was ist meins, Das will ich nicht spoilern. Aber ich bin auch im Buch eher mit dem Gefühl weggegangen, dass Rhaenyra es wollte mit Kristen Cole oder Kristen Kraut, aber Kristen Kraut gesagt hat, nee. Zu pflichtbewusst. Genau, ich bin zu pflichtbewusst. Königsgarde da. Genau. Das war mein Gefühl im Buch. Ja, hatte ich auch gedacht. Deshalb hatte mich die Szene auch überrascht. Ja, mich auch. Und, was ich aber wiederum gut finde, man sieht dann, wie sehr Kristen Cole die Hose voll hat am nächsten Tag, wenn auf einmal Rhaenyra zur Königin gerufen wird. Weil er denkt halt, es geht um mich. Ja. Und für ihn ist das halt ein Todesurteil eigentlich. Ja. Aber bisher, das ist ja scheinbar aktuell noch null rausgekommen. Ich frage mich, wie sehr er das weiß, dass es nicht um ihn geht. Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Und vor allem, sie bittet den so rein. Ja, komm rein. Vor allem ist es für ihn doppelt scheiße. Wenn es um ihn gehen würde, wäre das ein Todesurteil. Also es wäre richtig schlimm. Jetzt geht es aber nicht um ihn, sondern um Daemon. Und das ist auch nicht unbedingt die Geschichte, die du hören willst von dem Mädel, mit dem du letzte Nacht deine Schläferstündchen hattest. Ist beides richtig, ja. Also, Kristen, deine Entscheidungen sind nicht die besten gewesen. Muss man ehrlich sagen. Nicht die besten, nee. Und muss man auch ein bisschen Rhaenyra vorhalten,
dass sie eigentlich genau weiß, in was für eine Lage sie ihn bringt. Aber okay, sie war betrunken, ne? Sie ist noch jung, ja. Betrunken, jung, so ein bisschen angefixt. Angefixt, ja. Ja, das ist ja immerhin in den Büchern auch so geschrieben, dass Damon ihr das Liebesleben so leicht beibringt, sag ich mal. Zumindest oder nicht das komplette tatsächlich. Zumindest so, aber sagt so das der Mushroom, ne? Wie heißt Mushroom auf Deutsch? Pilz? Echt? Einfach Pilz. Ja. Ach so. Ja. Es gibt in, zur Erklärung, es gibt in den Büchern eine Sichtweise von Pilz oder Mushroom, der so ein, wie nennt man das? Also der ist auch ein Zwerg, tatsächlich ähnlich wie Tyrion. Und so ein Narr. Genau, es ist so ein Hofnarr tatsächlich. Genau, und alle denken, der ist so ein bisschen unterbemittelt. Unterbemittelt? Oh Gott. Was ist denn das? Der ist ein bisschen dümmlich und bekommt nichts mit und deshalb sprechen die immer einfach offen. Also der und findet nie dabei die richtigen Worte. Hallo. Ja. Also ja. Er ist so wie wir beide. Und er neigt auch dazu, immer die sexuellsten Geschichten zu erzählen. Ja. Also die schändlichsten Versionen von den tatsächlichen Ereignissen. Deswegen, aber ich finde, das macht das Buch auch ein bisschen aus. Ja. Das ist schon sehr faszinierend. Also er ist dann zum Teil auch bei den ganzen Sexszenen dabei und sowas. Also der schreibt das schon herrlich. Ich finde auch schön, wie er selber immer davon redet, dass er selber ein Riesenglied hat. Ein kleiner Mann mit einem Riesenglied. Ja. Gut, kleiner Diskurs. Kleiner, wichtiger Exkurs, in der Tat. Sollen wir uns vielleicht nochmal auf das Gespräch von Alicent und Rhaenyra ein bisschen tiefer einschießen? Wo die nachher im Hofgarten sind. Ich nenne es aber Hofgarten, aber... können wir machen. Ich habe da nicht mehr viel zu, muss ich zugeben. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Entwicklungspunkt für die Geschichte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es noch Rhaenyra um die Ohren fliegt, dass sie Alicent angelogen hat. Ihre einzige Freundin jetzt so richtig. Insbesondere, weil Alicent sich auch beim König für sie noch einsetzt dann danach. Ja, ist richtig. Obwohl es halt... Ja, es ist eine schwierige Sache, weil Kristen Kraut, die ganze Sache, die ist ja wirklich, würde ich sagen, mal verschlossen. Es geht ja tatsächlich nur um die Damon-Geschichte. Und da erzählt sie ja nicht komplett die Wahrheit, aber ist jetzt auch nicht so komplett am Lügen. Also in dem Sinne kann die sich, finde ich, in der Szene noch so halbwegs sicher fühlen. Aber wenn du jetzt dich in ihre... Also es geht mir ja gerade allein um die Beziehung zwischen den beiden, Alicent und Rhaenyra. Ja. Und wenn du dich jetzt in Alicents Lage versetzt und da kommt mehr Wahrheit ans Licht, dann sieht Rhaenyra sehr schlecht aus. Ist richtig, obwohl ich da in der Szene eh schon ein bisschen das Gefühl habe, auch wenn die beiden jetzt in Freundschaft da sind, Alicent ist da schon auch so mehr in der Königin-Stellung als in der... in der freundschaftlichen Stellung, weil die sagt ja schon, jetzt sag mir, was Sache war, ich will alles wissen. Ja. Und es geht hier um deinen Ruf und so weiter. Und es ist jetzt wenig dieses Freundliche, fand ich. Das war schon so ein bisschen mehr Anti. Das stimmt. ich hätte tatsächlich dann noch... Oh, ich habe im Wesentlichen dann eigentlich nur noch die Schlussfolgerungen von dem Ganzen. Wir haben jetzt auch gar nicht viele Szenen übersprungen, sag ich mal. Es geht am Anfang jetzt nochmal ganz kurz, aber das können wir am Ende auch eh aufgreifen. Der Punkt, dass schon mal angeteasert wird, dass Rhaenyra wen aus dem Haus Velaryon ja auch heiraten könnte. Laenor, genau. Genau, Laenor, weil gerade Laenor, also die Schwester, mit irgendwem aus Braavos verheiratet werden soll. Und das wäre natürlich jetzt, sag ich mal, für die Targaryens wieder ein bisschen schlecht, weil dann wäre da wieder ein Bündnis zwischen zwei sehr großen, mächtigen Häusern oder Städten auch. Das war noch eine kurze Szene. Ach, wichtig ist noch die Entlassung von Otto natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch eine der letzten Szenen. Oh, sorry. Es gibt noch eine eingeschobene Szene, die ich gerne noch reinschieben würde. Erstmal Alicent und Viserys sprechen ja miteinander, hatten wir gerade schon gesagt, wo Alicent ihm so ein bisschen beteuert, es sind Gerüchte, wem glaubst du mehr, Damon oder deiner Tochter, so unter dem Motto. Fand ich auch wieder schwierig. Irgendwie habe ich da auch schon so das Gefühl, so Viserys und Alicent so, nochmal, das läuft nicht ganz glatt. Ich finde, da ist das Passendste, was Damon sagt, als er dann am Boden liegt. Es geht im Endeffekt nicht um die Wahrheit, es geht darum, was die Leute als wahr empfinden. So, und wenn so ein Gerücht entsteht... Das sagt er ja nachher zu Rhaenyra.
Sagt das zu Rhaenyra? Sagt Viserys nachher zu Rhaenyra. Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Aber das ist natürlich richtig in so einem Kontext. Ja. Und das hat Alicent anscheinend an der Stelle noch nicht ganz verstanden. Aber Viserys hat das verstanden, dass es gar nicht darum geht, was jetzt wirklich passiert ist, sondern darum geht, was alle glauben, was passiert ist. Ja, aber die Frage ist, glaubt Viserys Rhaenyra? Oder glaubt Viserys eher Daemon? Weil Daemon streitet ja zumindest nicht ab, dass sie was miteinander hatten. Am Ende hat sie ja dieses tolle Fläschchen da von dem Maester. Genau. Und da ist auch noch die Theorie, ob vielleicht der Maester auf eigene Faust das bereitet hat. Aber ich habe die Vermutung, dass Viserys schon glaubt, dass da was dran ist, auf die eine oder andere Art und Weise. Und deswegen diesen Tee danach quasi ihr bereitet. Wie ist das immer? Mond? Blumensaft oder irgendwie sowas. Irgendwas. Ja, auf jeden Fall kommt bei dem Gespräch da insgesamt Viserys Rhaenyra auch raus. Einmal so, nee, du heiratest jetzt den ich sage, und zwar Laenor Velaryon. Das hat nicht geklappt mit deiner schönen Suche da. Und dann kommt wieder eine Szene, die mir nicht so gefallen hat, der ganze Part mit dem Dolch. Ach, stimmt. Jo, bin ich ganz bei dir. Das war, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Folge war, wo auch schon mal dieses... die Prophezeiung ausgepackt wurde. Die große Prophezeiung. Und ich finde, das ist so reingequetscht. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Das fühlt sich einfach irgendwie falsch an, vor allem, weiß ich nicht, dann... Also irgendwie denkt man dann automatisch an das Lied von Eis und Feuer und Jon Snow zurück. Und dann bist du dann leider auch wieder in den schlechten Game of Thrones Staffeln und fragst dich so, ja, was war denn Jon Snow so Tolles? Also im Nachhinein war er, finde ich, nicht der Erlöser, aber naja. Nee, da bin ich bei dir. Das fand ich auch nicht so dolle. Und auch, dass Arya dann durch puren Zufall am Ende den Dolch hat und dann damit den Night King tötet. Das erinnert einen einfach daran und ich will nicht daran erinnern. Das ist auch mein Gedanke gewesen, ja. Aber sorry, jetzt haben wir noch Viserys und Otto. Ja, ich finde, was sie schön geschafft haben, ist, dass man ein bisschen Mitleid mit Otto hat. Denn es kam auch ein bisschen in der letzten Folge, da kriegt er so einen Spruch gedrückt von seinem Bruder. Da stehen die an so einer Tafel und der Bruder sagt, ja, da solltest du als Hand mal ordentlich was regeln. Und ich finde, jetzt in der Folge hat man auch das Gefühl, dass Otto ausnahmsweise etwas Viserys berichtet, wo er selber das sehr unangenehm findet. Und ich glaube ihm das tatsächlich in der Folge, dass er das, weil er auch selber eine Tochter hat, diese Nachricht wirklich unangenehm findet. Auch wenn die Präsentation natürlich ihm in die Karten spielt. Auch wenn er seine eigene Tochter zum König schickt? Das sagt dann Viserys zu Recht, im Endeffekt, dass er durchblickt hat, was Otto da die ganze Zeit getan hat. Ja. Und ihn deswegen des Amtes enthebt. Aber ich finde trotzdem, obwohl man Otto weiß, dass Otto schemt und unglaublich rücksichtslos mit seiner Tochter umgeht, dass man trotzdem so einen Funken Mitleid mit ihm hat. Wo er dann den Status verliert. Nee, stimmt, das kann ich auch nachvollziehen. Allerdings, was ich seltsamer finde, ist, man hat das Gefühl, so wie diese Folge aufgebaut ist, dass Viserys zum ersten Mal in dem Moment, wo Rhaenyra ihm sagt, ja, der Otto, der merkst du nicht, dass der Aegon nur da hinsetzen will, zum ersten Mal diesen Klickmoment hat. Als wenn er vorher irgendwie nie drüber nachgedacht hätte und dann ist direkt die nächste Szene, ja, Otto, sorry, du bist nicht mehr in meiner Hand. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil in der letzten Folge, als er auf der Jagd war, da hatte der die Szene, wo der schon angetrunken auf dem Thron war und die Leute ihm nach und nach die Vorschläge für Rhaenyras Hand gegeben haben. Also nach und nach gesagt haben, wen sie heiraten sollte. Und da war er auch schon pissig auf Ottos Vorschlag. Weil Otto hat vorgeschlagen, Aegon und Rhaenyra zu verheiraten. Ja. Und dann dachte er direkt, das ist wieder sein Scheme, damit sein Enkel im Endeffekt auf den Thron kommt. Ja, ich fand nur, okay. Also es war angedeutet bisher, sagen wir so. Den Umschwung von kurzes Gespräch, Rhaenyra, Viserion. Ach Gott. Viserys, Rhaenyra. Ja. Kurzes Gespräch. Rhaenyra sagt, ja, ich mache meine Pflicht, ich heirate Laenor, aber mach du auch deine Pflicht als König. Und Otto will scheinbar nur Aegon auf dem Dings. Und instant, nächste Szene. Ja. Ja, ich fand es jetzt dafür, dass sonst, sag ich mal, so Konflikte und sowas ein bisschen langwieriger so weiterentwickelt werden, fand ich das sehr schnell einen Umswitch. Aber vielleicht auch mal gut, weil die Story muss ja auch vorangehen. Ja. Ja. Was glaubst du? Naja, du weißt ja auch, wer Hand wird, ne?
Ich müsste es wissen. Ja, okay, ja, aber ja, ich, ja. Es kommt ja eine neue Hand. Ja, genau, genau. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, die ja. wir vielleicht in Folge 5 erfahren. Genau. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wenn du keine Punkte mehr hast. Nee, ich glaube nicht. Dann wrappen wir es ab und freuen uns alle gemeinsam auf die nächste Folge House of the Dragon. Auf jeden Fall. Und wir sagen rap, rap, rap. Rap, rap, rap.